St. Pauli empfängt den SC Freiburg am Millerntor. Und es war eine dolle Partie. 22. Minute, Michael Langer mit einem üblen Patzer und Trojan schiebt zum 1:0 ein. Das darf natürlich nicht passieren. Trojan bedankt sich nach dem Patzer von Langer artig. Und weiter ging es in die Richtung von Langers Tor. 40. Minute und wieder zappelt der Ball im Netz. Nach Freistoß von Morena steigt Schnitzler am höchsten das 2:0. St. Pauli wie im Rausch und weiter ging es und wieder ist er drin. Das 3:0 durch Marcel Eger in der 45. Minute. Freiburg spielte nicht wie ein Aufstiegs-, sondern wie ein Abstiegskandidat und wurde sowas von verladen von St. Pauli. Das 4:0 in Hälfte 2, 52. Minute, wieder war es Schnitzler. Einen haben wir noch kurz vor Ende der Partie, der eingewechselte Kuro mit dem 5:0. Dabei blieb super Leistung von St. Pauli, so steigen sie sicher nicht ab, Freiburg aber auch nicht auf.